Ja, Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations. Wir sind hier immer noch bei der Mission des Mentors Wächter und mit Altair dieses Mal unterwegs, nicht mit Ezio, denn wir sind ja Revelations, die beiden sind nicht umsonst auf dem Cover drauf und ja, Revelations, wir revealen mal, was da halt so abgeht. Außerdem muss ja Desmond ein bisschen absortieren, hier von Ezio und Desmond und Desmond und Altair, meine ich, und Desmond und von Desmond muss er, naja, für er muss halt all diese Erinnerungen voneinander trennen und wir müssen schauen, wo denn Altair was versteckt hat. Jetzt ruft ihr euren Schoßhund, um euch zu beschützen? Ihr enttäuscht mich. Al-Mollem. Warum teilt ihr nicht mit allem, was ihr gelernt habt? Wie ein wahrer Assassine. Warum teilt ihr das wahre Ja, genau, das hatten wir ja eigentlich schon. Jedenfalls, Wo ist euer Gemeinschaftssinn? Alter, der sieht mich immer. Sofort! Wie soll ich denn bitte da hoch, ohne dass der Typ mich da sieht? Okay, ich muss wahrscheinlich da hoch. Okay, alles klar. Naja, jedenfalls, ich finde, das macht schon Sinn, dass man in diesem Spiel echt tatsächlich drei Charaktere hat. Denn Desmond ist ja so im Halbkoma oder sowas. Und seine Birne ist völlig matsch, weil er irgendwie alle drei Persönlichkeiten in sich hat. Und das verwirrt den armen Desmond. Und deswegen helfen wir dem guten Mann. Okay, ich versuch's nochmal. Jetzt ruft ihr euren Schoß um euch zu beschützen. Ein bisschen anders. Und naja, von Ezios Sicht macht das ja auch Sinn. Denn wir müssen ja sehen, wie Altair oder was der Schlüssel zu der Bibliothek ist. Wie hat das Altair geschafft? Wo ist euer Gemeinschaft? Bla bla bla, warum kann ich da nicht hin? Doch, ich kann. So kann ich auch. Doch komm, Alter, geh doch mal um die Ecke. Warum kannst du nicht um die Ecke? Wo ist denn der Typ jetzt eigentlich? Da, scheiße, der bewegt sich auch noch. So. Hallo, zack. So, endlich. Mein Gott, nervst du. Oh ja, Moment, ich guck mal ganz kurz, wir können doch hier hoch. Um den zu eliminieren, das machen wir mal schnell. Wow, scheiße, Mann, nein. Und ihr schweigt weiter? Wir sind viel zu langsam eigentlich. Ihr habt mich so viel gelehrt, Al-Mu'alim. Doch Geduld gehört nicht dazu. Sprecht oder ich schneide euch die Zunge heraus und ihr sprecht nie wieder. Oder uns einer. Puh. Oh, nein, mal hin. Puh. Konnten wir zwei retten und haben zwei verloren. Ah, schade. Ihr habt so viel Vertrauen zu den Menschen, Altair. Die Templer kennen die Wahrheit. Menschen sind schwach, dumm und engstirnig. Nein. Unser Credo beweist, dass ihr Unrecht habt. Vielleicht bin ich nicht weise genug zu verstehen. Doch ich vermute das Gegenteil. Ich bin zu weise, um an solchen Unfug zu glauben. Und eingesackt ist er. Ihr botet ihm Gelegenheit, seine Würde zu retten. Warum? Niemand sollte dahinscheiden, ohne Erbarmen zu erfahren. Doch er wollte euer Erbarmen nicht. Das war sein Recht. Altair, ich sah euch aufwachsen vom Jungen zum Mann in so kurzer Zeit. Es erfüllt mich mit Schmerz und mit Stolz. Ihr tragt eures Vaters Schuhe, als wären sie euch auf den Leib geschneidert. Ich kannte ihn nicht gut als Vater. Er war ein Assassine, vor allem. Auch ihr wurdet in den Orden geboren. Bereut ihr es etwa? Und das einzige Leben bereuen, das ich kenne? Ihr findet einen Weg bei Zeiten. Und es obliegt euch, den Weg zu wählen, den ihr vorzieht. Kommt, mein Knabe. Haltet eure Klinge bereit. Die Schlacht ist noch nicht gewonnen. Ja, das ist Altair. Der junge Altair. Und wir haben es nicht geschafft. Ja, ich weiß.
Ich weiß. Ach ja, Alter, ihr lang nicht mehr gesehen. Irgendwie erfrischend. Mal wieder im Masjaf zu sein, mit Al-Mualim. Die alte Bratze. Ach, schön. Freue ich mich, dass wir doch diesen Weg hierher gefunden haben. Alter, ihr. Sagen wir jetzt Tschüss oder kommt da noch was? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, das war's, oder? Oder? Ich bin mir echt nicht sicher. Ich weiß es nicht mehr. Dann enthalten sie also Erinnerungen, diese Schlüssel. Diese alten Siegel. Doch was will Altair uns sagen, frage ich mich. Was soll die Zukunft wissen oder erfahren? Tja, Ezio. Sammel die restlichen 4 und du wirst es wissen. So schaut das also aus. Also wir spielen... Oh, das ist voll Inception-mäßig. Wir spielen also die eine Erinnerung in der Erinnerung. Ne, weil Ezio ist eigentlich eine Erinnerung von Desmond und Altair ist wiederum eine Erinnerung auf dieser Disc. Also alles ganz, ganz wirr und eigenartig ein bisschen, aber naja, was muss, das muss. Was auch muss, ist die Hauptmission, denke ich mal. Oder wir nehmen noch ein paar Aussichtstürme mit auf dem Weg. Ich guck gerade nur welche. Warum denn der hier? Hier ist doch schon fast alles. Na gut, noch ein bisschen ging noch wahrscheinlich, oder? Moment. Ja, das bisschen hier oben fehlt die Ecke, aber pfff. Naja. Wo können wir denn noch Aussichtstürme? Also wir müssen ja eh hier hin. Das ist ziemlich am Arsch der Welt. Deswegen können wir uns auf dem Weg noch ein bisschen vergnügen. Ist nur die Feste? Ja, wahrscheinlich Feste und Turm, ne? Wie schwer sind denn... Ups. Wie schwer sind denn die ganzen Leuchten hier? Also, wir haben hier einen... Oh. Die haben gar keine Schwierigkeiten mehr. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, dann können wir eigentlich mal den hier versuchen. Nee, keine Ahnung. Ich meine, können wir ja echt machen. Können wir uns aber anschauen, wie die sind. Wenn die zu schwierig sind, dann halt nicht. Und ja, erstmal müssen wir hier eh raus. Ich weiß überhaupt nicht, wie lang. Ich gehe einfach mal da lang, weil da ist auf jeden Fall ein Ausgang. Sonst finde ich diesen Unterschlupf immer so ein bisschen chaotisch. Also für mich zumindest. Ich kam da nie so richtig klar. So, ohne große Ladezeiten sind wir auch schon draußen. Und ich brauche mal so ein Schnellreiseding. Vielleicht sollte ich es mir lieber auf der Karte markieren, bevor ich irgendwie zum Arsch der Welt renne. Oh, Arsch der Welt. Wo sind... Da ist wahrscheinlich das nächste, ne? Das ist ein bisschen zu weit weg. Ja, dann nehme ich mal das hier. Nehmen wir mal diesen Weg. Dann müssen wir aber auch so... Nee, so lang. Hoffe ich. Ich hoffe, dass es auf dieser Seite der Mauer ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja genau. Dann machen wir das mal so. Gucken wir uns mal an, wie es... Ach, guck mal. Na, sieh mal einer an, was wir da gefunden haben. Kohlenstaub. Versteckte Explosion. Kampfunfähig. Donnerbomben. Nett, nett. Warum denn ja auch nicht? Guter Gott, Obacht! So. Dann müssen wir mal sehen, wie wir da hinkommen. Schwarzmarkt, ach, da ist er. Aber, ja, wir brauchen eigentlich noch gar nichts. Wir haben eigentlich erstmal genug Sachen. So. Wir haben ja jetzt genug in der Gruft gesammelt, diese ganzen Bombendinger. Bombastisch sozusagen alles, bombastisch. Ich weiß, schlechte Bombenwitze sind nie gut. So, das müsste hier irgendwo beim Bazar sein. Also hier oder... Ja doch, hier, genau. Irgendwie hier. Oh, wir hätten eigentlich näher. Warum habe ich mir den Bazar gemerkt? Ach, egal, was soll's. Aber ich habe irgendwie den Bazar gemerkt, dass wir da hin müssen. Ich weiß aber gar nicht, warum. Ah, egal. Ich merke mir einfach Dinge, weiß nicht warum. Darauf erstmal einen Schluck Bubble Tea. Wie ihr hört, ist nicht mehr viel übrig. Varäga, geiler Name. Aber ich habe noch so ganz viele Bläschen, die ich auch noch fressen muss. Na, später. Oh, wie lange dauert das denn, Ezio? Komm, leg mal einen Schritt zu. Ja, geht doch. Ich weiß, du bist alt und gebrechlich langsam, aber hey. So. Where is the fest? Where? Ach, doch, ist eigentlich fast das nächste. Ja, du hast gar nicht mal so schlecht gemerkt eigentlich. Weil... Ja, sonst ist hier nichts.
was näher dran wäre. Ja gut, dann machen wir die mal. Beziehungsweise schauen wir uns die mal an. Ich glaube, Bomben sind mir noch ganz gut ausgestattet. Medizintechnisch auch. Ja, läuft. Alles gut. Kann man so machen. So. Ja, hier waren wir doch schon mal. Und ich schwöre, ich habe diesen Schatz schon eingesackt. Krähenfüße. Ich wette, das hatten wir schon. Wir haben da mal eine Folge beendet, das weiß ich doch noch. Ja, viel bekloppt. Naja. Und das Spiel gibt mir unendlich viele Schätze. Uah, Hilfe. Unendlich viele Schätze. In Form von Frauen, die auf mich zurennen und mich zum Fallen bringen, natürlich. Unendlich viele. So, hier ist noch so ein Bomben. Ah, ne, hier ist ein Typ. Ich muss wohl meine Medizin vergessen haben. Dahinter wahrscheinlich, ne? Die Bombenbank. Ja, hab ich keine Lust drauf. Na, ich wollte dich jetzt. So. Jo Leute, chillt nur, ich bin wieder weg. So, da oben ist so ein Ding. So ein Seil, an dem ich da hin kann, direkt ins Gebiet. Das nehme ich, glaube ich, mal direkt. In Anspruch. Wenn ich es wiederfinde, ich habe es gerade eben von unten gesehen. Ja, da ist es. Perfetto, und rauf. Hua! Und Chugga. Der ist wahrscheinlich nicht. Oh Mann, das ist auch blöd, dass ich immer so den Cursor draufhalten muss, auf jeden Typen. Dann kann es doch ewig dauern, bis ich den finde. Wir nehmen einfach alle töten und hoffen, der ist da drunter. Oh Gott. Oh Gott. Was spielt der hier? Weiß nicht, ist das der? Ist das nicht? Ich weiß es nicht. Aua. Na komm her und tschakka. Hua! Hua! So. Wo soll ich denn wissen, wo er sein kann und welchen ich identifizieren muss und welchen nicht? Und die bewegen sich. Aber wahrscheinlich, wenn die auf mich zurennen, dann werden die es wahrscheinlich nicht sein. Und das ging schnell. Oh, er hat eine Pike. Na komm her, pop. Oh, da ist er. Oh, er entkommt. Fuck, Ezio, beeil dich. Er entkommt gerade. Wo ist er überhaupt? Wo ist die Pussy? Ist er weg? Ja, er ist weg. Oh. Nö, so einer ist das. Boah, ich hasse sie. Okay, ich hab's immer noch nicht so ganz gerallt mit dem Anvisieren und Hauptmann finden. Schon mal habe ich ihn gefunden, als er schon auf der Flucht war. Das hilft mir aber herzlich wenig. Zugegeben. Ja, gut, dann hat sich das schon mal erledigt. Dann, was können wir dann stattdessen machen? Stattdessen können wir bestimmt genug für andere Sachen machen. Diebeshauptquartier, Hauptquartier und Auftrag, okay. Piri ist da noch. Die Gruft angezeigt. Ich war da doch schon. Oder ist es wieder eine andere? Nee, ich glaube, das Einzige, was wir machen können, ist eigentlich direkt hierhin zu rennen. Also hierhin. Und auf dem Weg. Ja, nee, ist auch blöd. Also ich könnte es an sich synchronisieren, ist aber blöd, wenn ich den Turm eh nochmal abfackeln muss. Ja, es ist irgendwie alles ein bisschen. Oder wir versuchen einfach auf dem Weg. Der Hauptmann versteckt dich! Oder wir versuchen einfach auf dem Weg nochmal den, also das andere Gebiet dazu infiltrieren, sozusagen. Ah, ich bin doch schon weg. Nein, lass mich in Ruhe, ich bin doch schon weg. Ah, rotes Gebiet, ne? Das ist blöd. Ja, im roten Gebiet rumzurennen ist vielleicht ein bisschen blöd. Aber nur vielleicht ein bisschen. Und auch nur vielleicht. Oh, wo kommen die denn jetzt alle her? Na komm, lass mich in Ruhe. Guck mal, ich bin schon aus dem gelben Kreis. Hui, und ich bin weg. Ihr seht mich nie wieder. Tschüss, Sikowski. Wo renne ich eigentlich hin? Ja, und so, weg sind sie. Endlich. Ach, schaut mal, hier ist direkt wieder so ein Ding. Welches ist das jetzt? Ist das, woran ich denke? Ja, tatsächlich, hier sind wir. Oh, hier sind überall nur Bomben. Das Einzige, was ich immer direkt angezeigt bekomme, sind die Bomben. Klasse. Einfach super. Oh Gott, jetzt geht's hier los. Scharfschützen? Jetzt schon? Okay. Zack, zack, zack und.
So. Zack, zack, zack. Und Chaga. Aua. Na, so, okay, jetzt ist schwierig. Der Hauptmann wird mir auch schon angezeigt, das ist ganz gut, aber ich weiß nicht, ob er sich bewegt gerade oder nicht. Werden wir mal sehen müssen jetzt erstmal. So, zack. Konter wir mal ein bisschen, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und zack. Uah. Na? Oh, hat geschossen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Junge, ey, ihr seid so nervig. So, perfekt. Konter, du dann auch direkt und du hältst auch mal sowas von die Fresse. Aua, der ist ja gar nicht tot. Warum stirbt der nicht? Ich hab die voll ins Übergebraten. Oh, Alter. So, der ist schon mal ein bisschen weg. So. Oh. Oh Gott! Ja, weißt du was? Komm, kann ich auch. Aua! Aua, Junge! Alter, ich kann gerade gar nichts, ne? Alter, der lebt ja noch! Pam! Boah, ey! Ratte, ey! Das gibt's doch nicht! Bleib, wenn ich zwischendurch ein bisschen ruhiger bin, weil ich mich konzentrieren muss. Boah, du warst am schlimmsten, ey. Du kriegst die sowas von meinen Hintern ins Gesicht. Ja, nee, Scharen. Ja, hier zwei Medizindinger. Schon mal ganz gut. So, rennen wir mal durch. Ist der oben? Hält er sich etwa auf einem Dach auf? Runter da, du Schwachkopf! Tatsächlich. Ich bin zu gewitzt für euch, ja. Tot bist du auf jeden Fall. Du bist vor allem zu tot für mich. Ich kann ja nicht mehr mit dir reden, das tut mir furchtbar leid. Puah, hier! Ah ja, ihr Scharfschütze, ihr fühlt euch auch super toll, ne? So. Zack. Schön von oben. Lass uns mal von Assassinen helfen. Genau. So. Das ist, hilft uns ein bisschen. Oh, es ist nervig. Ich muss mich gerade ein bisschen auf die ganzen Gegner konzentrieren. Das tut mir sehr leid. So, du. Toll. Was soll das denn? Episches Springen von dem einen Ding zum anderen. Hopp, 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 hopp. Gangnam Style. Und zack. Jo, oh. Danke, Typ. Das ist nervig. Oh, es tut mir furchtbar leid. Ich muss mich hier noch ein bisschen ans Kapselziel. Also, es ist eigentlich genau dasselbe wie in Brotherhood. Bloß mit dem Unterschied, dass das Konter ein bisschen anders ist. Und. Ja, das war es eigentlich schon. Also, eigentlich ist nur Konter ein bisschen anders. Das wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich hier rüber hüpfen. So. Dann nehmen wir mal direkt nochmal ein neues Fest ein. Yay! Und das direkt zum Folgenende. Ist doch gar nicht mal so schlecht eigentlich. So, radioaktive Türme for the win. Deswegen klettern wir hoch. Hoch, hoch empor. So. Und? Wahaha! Brenne, du Turm, brenne! Weg mit euch Templern! Hier sind die Assassinen! Da 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 da. So, es ist auch synchronisiert, deswegen können wir runter. Und sterben nicht mal, das ist doch mal was Neues. Gut Leute, dann reicht es eigentlich auch schon für heute. Man sieht sich dann hoffentlich in der nächsten Folge von Assassin's Creed Revelations. Das wird ein bisschen cooler, oder? Ja, jedenfalls sehen wir uns dann hoffentlich wieder. Und dann machen wir auch dann direkt die Hauptmission wirklich weiter jetzt. Genug Firlefanz drumherum. Also eigentlich nicht, man kann nie genug Firlefanz drumherum machen. Aber das war doch ganz okay jetzt. Jo, dann rennen wir einfach mal hier weiter. Oh, wir können noch einen rekrutieren. Das machen wir und dann rennen wir weiter. So,
Plan steht. Also bis zur nächsten Folge dann. Grüße von mir, aller Animanes, aller, nee, AK, so. Und jo, bis dann, ne? Tschüssikowski!